Servus vom Hobby Schmidt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Tzatziki nach Hobby Schmidt Art gemacht habe, nach dem Intro geht's los. Kommen wir nun zu den Zutaten. Das ist Joghurt griechischer Art. Hier ist Salz, so ein Zitronensalz, Pfeffer, Dill, Knoblauch, eine kleine Zwiebel und die Gurke. Nun kommen wie immer die Schnippelarbeiten. Und dabei sehen wir uns gleich wieder. Beginnen werde ich jetzt mit der Zwiebel. Wie ihr die schneidet, könnt ihr selbst entscheiden. Ich hack sie fein und gut. Und das werden wir jetzt gleich in eine Schüssel tun. Nun geht's zum Knoblauch. Den schneide ich nicht. Den werde ich reinreiben. So, nun gut, die Gurke ist abgewaschen, die werden wir nun halbieren. Ich nehme jetzt hier mal einen Löffel und entferne das Kerngehäuse. Das Ganze tun wir jetzt mal kurz auf die Seite. Das wird auch verwertet. Das bekommen unsere Hühner. Viele werden das jetzt schneiden. Es wird genauso geraspelt. Weil ja das Ganze jetzt noch flüssig ist, also weil jetzt da immer noch genügend Flüssigkeit drinnen ist, nehme ich sie und werde das Ganze ausdrücken. Das
Sieht man das? Jetzt kommt das hier auch mit rein. Das stellen wir jetzt mal beiseite. Nun kommt der Joghurt rein. Jetzt kommt noch der Pfeffer, das Zitronensalz und der Dill. Damit mal nicht alles. Nun vermengen wir das Ganze. Testen wir mal das Ganze. Der Knoblauch ist vorhanden. Tun wir alles rein. Jetzt probieren wir nochmal. Würde man sagen, das passt. Probierle. Ich glaube, ist hier überflüssig. Und jetzt kann ich nur noch sagen, Servus vom Hobbyschmied.